Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um die Tinte von Graf von Faber-Castell in Midnight Blue gehen. Das Glas kommt in einem sehr schönen Glasflakon. Wir haben hier den Schriftzug von Graf von Faber-Castell Midnight Blue. Es sind 75 Milliliter im Glas enthalten. Das Glas ist schön schwer, hat hier so eine Struktur wie hier in einer antiken Säule. Also es sieht eigentlich wunderschön aus. Der Deckel ist glänzend. Auf der Kappe habe ich auch wieder Graf von Faber-Castell stehen, hier mit dem Logo. Also es sieht sehr, sehr edel aus. Gefällt mir das Glas. Eignet sich gut, um das Glas irgendwie im Schrank auf dem Schreibtisch zu stehen haben. Also nicht im Schrank selbst mit der Tür zu, sondern als dekoratives Beistellstück. Ist natürlich ungünstig, weil das Glas durchsichtig ist. Da hat man dann das Problem, dass UV-Strahlung die Tinte ausblassen würde. Aber ja, vielleicht wenn es leer ist oder man färbt das Wasser ein und packt es wieder rein. Egal, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, das Glas. Gefällt mir. Kommen wir nun zu einem Schreibtest. Wir haben hier die Graf von Faber Castell Midnight Blue. In dem Flakon sind 75 Milliliter enthalten. Das Papier ist ein Rhodia Dot Pad. 80 Gramm pro Quadratmeter. Jetzt kommen wir zum Schreibbeispiel. Ich habe hier einen Kaweco Sport mit einer F-Feder. Ja, also die Feder gleitet mit der Tinte schön übers Papier. Man sieht hier aber schon den Unterschied zur Glasfeder, dass dann die Farbe hier schön gesättigt ist und hier dann doch etwas mit der F-Feder blasser erscheint. Jetzt habe ich hier einen Kaweco Sport Stil mit einer M-Feder. Man sieht hier schon den Unterschied zur F-Feder, dass hier doch schon mehr Tinte herauskommt und es doch gesättigter ist. Das heißt, die Tinte wirkt dunkler. Jetzt habe ich hier einen Kaweco Student mit einer B-Feder.
Man sieht hier auch jetzt schön, dass wieder mehr Farbe aus der Feder fließt, weil sie breiter ist und es dann noch gesättigter ist als bei der M-Feder. Die Farbe fließt wunderbar, also macht Spaß mitzuschreiben. Teile mal das hier so ein bisschen schön. So, jetzt gucken wir mal, wie lange es braucht, bis die Tinte trocknet. Der B-Feder. 21, 22, 23, 24, 25. 20, 28. 2. Durchgang. Man sieht hier, dass die Tinte getrocknet ist zwischen 23 und 25 Sekunden. Komme ich zum Wassertest. Hier habe ich einen Pinsel, den habe ich jetzt befeuchtet und damit werde ich jetzt hier über das Gitter gehen für den Wassertest. Man sieht, dass die Tinte, wenn Wasser draufkommt, verläuft. Aber sie ist immer noch lesbar. Man kann die Tinte verwischen, aber sie geht nicht weg. Mit ein bisschen nasserem Pinsel. Also hier, man sieht, es ist ein schöner blau-schwarzer Farbverlauf. Also sieht wunderschön aus. Es ist eine Tinte, womit ich eigentlich jeden Tag zumindest auf der Arbeit schreiben könnte. Sie fließt sehr gut und shadet hier oben auch ein wenig. Also. Hier bei der F-Feder sieht man das nicht. Das kommt am ehesten hier in der M-Feder zum Tragen. Ganz leicht wird dann hier stärker bei der B-Feder. Man sieht hier auch bei den Übergängen von der Tinte, dass im ersten Übergang ist es noch relativ hell und wird dann hier zunehmend bei jedem weiteren Übergang dunkler. Hier beim zweiten Übergang und dann hier manifestiert sich das Dunkle in dem dritten Übergang. Im Wassertest kann man jetzt sagen, sie ist nicht wasserfest, aber der Test hat gezeigt, wenn ich jetzt mit Wasser drüber gehe, dann ja, man kann sie verwischen, aber man kann trotzdem noch lesen, was da ist. Hier sieht man dann auch, dass hier der Rotschimmer, der in der Farbe ist, dass der dann hier so zur Geltung kommt. Also wenn man jetzt schwitzige Hände hat und man hat, also ich hatte mal das Problem, dass ich in meinem Notizbuch zwischen den Seiten als Lesezeichen meinen Finger hatte und dann habe ich mal eine Tinte, es war eine Diamine-Tinte, die habe ich dann verschmiert und konnte dann nicht mehr lesen, was ich da geschrieben habe. Aber hier mit der, da hätte ich jetzt weniger Bedenken, dass ich hier die verschmiere, weil man kann es jetzt hier, also da bin ich bei dem Wassertest, bin ich jetzt wirklich hier mit ein bisschen mehr Wasser drüber gegangen und man konnte sie verwischen, aber man kann immer noch lesen, was da ist. Also gefällt mir sehr gut. Hier mit dem Tintenklecks, also das funktioniert sehr gut. Also sie, es ist ein schönes, dunkles Blau, also ein schönes Midnight Blue, Blau-Schwarz, gefällt mir sehr gut. Der Test hat gezeigt, dass hier, ja man kann eigentlich sagen, hier ab 20 Sekunden
zwischen 15 und 20 wäre sie jetzt eigentlich so, dass man sie großartig nicht mehr verwischen könnte. Und jetzt hier zwischen 23 und 25 Sekunden, irgendwo dazwischen, ist sie halt richtig trocken geworden. Und hier bei 20 Sekunden könnte ich mir vorstellen, dass hier beim Strich, dass hier unten ein bisschen mehr Tinte aufgetragen wurde und deswegen konnte ich das noch verwischen. Aber ich denke mal hier zwischen 23, wahrscheinlich 24 Sekunden, da ist ganz gut, da ist sie trocken. Also Trocknungszeit zwischen 23 und 25 Sekunden. Schauen wir uns die Rückseite an. Also durch das Rhodia-Papier hat es nicht durchgedrückt. Also auf der Rückseite ja, kam kein Tinne durch. Auch hier bei dem Klecks, der ist hier. Also man sieht jetzt den Klecks, weil das Licht schön hell ist, aber durchgedrückt hat hier jetzt durch das Papier eigentlich gar nichts. Wenn man sich die Schrift hier anguckt, also die Tinte, die ist jetzt auch nicht ausgefranst, also die ist schön scharf. Also es ist eine sehr schöne Tinte, die gefällt mir. Dann teste ich das jetzt noch auf dem Tomoe River Papier, also auf dem Butterbrotpapier, wie es da aussieht. Und dann komme ich zum Fazit. Ja, bis gleich. So, jetzt habe ich hier noch ein wenig Butterbrotpapier vom Big G, also vom George, gekriegt. Das ist das Tomoe River Papier und da werde ich jetzt ein wenig drauf rumklecksen. Ich verziehe das jetzt mit dem Spachtel, weil hier kann man es dann sehr dünn auf das Tomoe River Papier auftragen, was glaube ich mit einem Q-Tip nicht so gut möglich ist. Aber vielleicht funktioniert das mit dem Q-Tip auch wunderbar. Ich mache es jetzt einfach mal mit Spachtel. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Spachtel wie so eine Feder, die ist ja auch aus Metall, da kann ich dann ganz wenig Tinte auftragen und hier kann ich schön breit schmieren. Mit dem Spachtel. Okay. So, jetzt lasse ich das mal trocknen und dann schauen wir mal, was da rauskommt für einen Tintenklecks. Bis gleich. Mittlerweile ist das Tomoe River Papier trocken geworden und jetzt haben wir hier einen sehr schönen Farbverlauf. Man sieht hier, dass das doch hier blau ist und eine Art Rotton. Also es ist jetzt keine blau-schwarze Farbe, sondern hier ist noch ein schöner Rotton mit drin. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier vom Schriftbild, gut, da sieht man jetzt kein Rot im Shading oder so. Hier hat man eine schöne Farbvarianz, wo dann mehr Tinte aufgetragen ist und weniger. Also da, wo mehr Tinte aufgetragen wurde, da ist natürlich ein bisschen dunkler, bei dem anderen heller. Also es ist ein sehr, sehr schöner Farbverlauf hier. Also sie shadet ein wenig. Also gefällt mir sehr gut die Farbe. Kommen wir zu einem Farbvergleich. Hier haben wir die Graf von Faber-Castell Midnight Blue auf einer Swap-Karte. Das kann man vergleichen mit einer Diamond Blue Black. Wobei die Blue Black hier mehr ins Türkise geht und die Midnight Blue doch eher ins Blaue. Hat ja auch einen leicht rötlichen Schimmer. Hier haben wir dann noch ein Diamond Indigo. Da würde ich sagen, ja, die nimmt sich jetzt nicht so viel vom Farbton. Diamond Prussian Blue. Ja, da würde ich sagen, die geht doch mehr ins Blau-Schwarze als die Midnight Blue, also es wirkt dunkler. Dann haben wir hier noch die Diamond Denim. Ja, die geht ein bisschen heller ins Blaue rein. Dann haben wir die Edelstein
Tanziante. Da, ja, die geht schon, die ist viel, viel heller als die Midnight Blue. Aber, ja, sieht auch gut aus. Und dann habe ich hier die Lamy Crystal Ink Benitoite. Ja, die ist auch sehr schön. Also, ist aber auch heller als die Midnight Blue. Wenn wir jetzt ins blaue Meer reingehen wollen, dann habe ich hier die Diamine Tudor Blue. Die sieht schon fast so aus wie das Königsblau. Dann habe ich hier ein Blue Black von Parker Quink. Ja, sieht auch gut aus. Platinum Blue Black. Da geht natürlich, der Farbton ist hier sehr kräftig. Geht auch schön ins Blaue, ist aber jetzt nicht blau-schwarz, so wie der Name das aussagt. Dann habe ich eine Cross Blue Black. Da ist es schon ein kräftiges, dunkles Blau. Geht aber auch hier nicht so in das Schwarz-Graue wie hier bei der Lamy oder bei der Faber von Castell. Dann habe ich hier noch das Lamy Blauschwarz. Das hat auch so ein, also es wirkt dunkel, hat aber so einen leichten türkisen Stich. Und dann hier noch das Diamine Oxford Blue. Das ist ein doch sehr, also es ist ein dunkles Blau. Und kann man sehr gut mit schreiben. Also hier in der Schrift wirkt es ein wenig heller. Auch hier der Tintenklecks, der doch, geht auch schön ins Blaue rein. Also nicht so wie hier die Midnight Blue oder die Lamy Benitoite. Kommen wir zum Fazit. Es ist definitiv eine sehr, sehr schöne blau-schwarze Farbe und sie gefällt mir auch sehr gut. Im Alltag habe ich jetzt auch schon viele Protokolle mit der Tinte mitgeschrieben. Also sie schreibt wunderbar. Man kann, also sie fließt sehr gut, hat ein wunderschönes Schriftbild damit, also vom Tintenfluss nicht ausgefranst. Es wirkt auch relativ professionell mit dem Blau-Schwarz. Es ist kein Königsblau, kein Schulblau. Also mir gefällt die Tinte sehr, sehr gut. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe hier zwei verschiedene Versionen geschrieben mit dem M605 aus dem Review und meinem M805. Und die Dunkelheit der Farbe ist echt abhängig davon, wie viel Tinte aufs Papier kommt. Hier sieht man den Text mit dem M605. Der ist ein wenig heller als hier. Also der M605. Der hatte hier keine F-Feder, der hatte eine M-Feder, das war keine F-Feder, das war eine M-Feder. Und der M805 von mir war eine F-Feder. Man muss sagen, dass hier die M-Feder, die hat halt nicht so viel Tinte aufs Papier gebracht. Und da ist er heller, da kommt, finde ich, das Blau ein wenig stärker heraus. Und hier beim RM805, da kommt das dunkle Blau-Schwarz kommt hier etwas mehr zum Vorschein. Also es wirkt viel, viel dunkler als hier mit dem M605. Vom Farbton her hätte ich mir gewünscht, dass es hier ein wenig heller ist mit meinem M805. Von daher muss ich mal gucken, wenn ich mir die Farbe jetzt auch kaufe, ob ich da nicht ein wenig Wasser hinzufüge, um die dann ein bisschen heller zu bekommen für meinen M805. Also sie wirkt hier schon recht dunkel. Ich hätte sie lieber in dem Farbton. Ja. Ich würde sagen, die Farbe, weil die so einen schönen Tintenflakon hat, die kann man sich kaufen. Gefällt mir sehr gut. Ist eine sehr schöne Alltagstinte. So ein Flakon mit 75 Milliliter, der hält ja ewig. Also die muss man auch erstmal leer schreiben. Ja, also die Tinte, wie gesagt, sehr schön. Ich würde sie mir kaufen und vielleicht mache ich das jetzt auch. Na dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch noch einen Tipp habt von einem schönen Blau-Schwarz, was ich mal testen soll, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, auch bitte in die Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Dann macht's gut und viel Spaß beim Schreiben. Ciao!